Hallo alle zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Tja, das wird hier wohl oder übel das letzte Video für dieses Jahr sein. Ich hoffe, ihr seid alle gut über die Weihnachtstage gekommen. Und ich dachte mir, für das letzte Video in diesem Jahr, da lasse ich mich nicht lumpen und mache mit euch zusammen ein Shiny Star V-Display auf. Das kommt direkt aus Japan und dieses Set werden wir erst im Februar bekommen. Bei uns wird es Shining Fates heißen. Und wie ihr schon auf dem Cover sehen könnt, vollgepackt mit Shiny Pokémon ist dieses Display. Und ja, vielleicht habe ich ja bei Shiny Star wie Glück und ein Glurak ist drin. Wer weiß. Ja, lasst uns nicht mehr so viel reden. Wir machen es einfach direkt auf. So, ausgepackt haben wir die Schönheit schon mal, befreit aus der Folie. Sleeves sind auch da. Ich würde sagen, wir können anfangen. Da sind sie, 10 Booster. Voll bepackt mit potenziellen Shinies, aber garantiert mit einer V-Karte. Vielleicht haben wir auch das große losgezogen und ziehen ein God-Pack, also ein Booster, in dem nur Shiny-Pokémon drin sind. Das wird unschwer zu erkennen sein, weil die erste Karte dann direkt ein Shiny sein wird. Aber ja, oh, wir haben hier noch so Codekarten, die sind auch neu. Gibt es jetzt anscheinend auch in Japan. Wir fangen an mit einem Bounce. Und ihr müsst ja, mir verzeihen, weil ich werde viele von diesen Namen einfach nicht kennen, weil sie von Schwert und Schild sind und ich da sowas von raus bin. Aber oh, guck mal, erste Shiny-Karte. Ein Gala Mauzinger. Das ist kein Mauzi, oder? Das ist das Mauzinger schon? Das ist doch schon das Mauzi. Seht ihr, da fängt es schon an. Aber es ist eine Shiny. Erste Shiny-Karte. Cool. Happy, happy. Fängt gut an. Dann haben wir einen. Na gut, dich kenne ich zu Genüge. Gala Barrikadax. Vom Weg des Champs. Muss ihn nie nochmal haben. Da ist die nächste Holo-Karte. Und darunter ist unsere V-Karte. Und dahinter ein Wu. Den Effekt könnt ihr auf der Kamera auch sehen, ne? Das ist die, ja, ich würde fast sagen, Reverse-Karte, aber mit einem mega coolen Effekt. Das feiere ich ja schon sehr. Echt nice. Ja, lass uns doch mal schnell das Gala Mauzinger, was auch immer du jetzt bist. Wahrscheinlich das Mauzi, ja. Eintüten. Und direkt weitermachen mit dem nächsten Pack. Shining Fates, also quasi das deutsche Pendant zu Shiny Star V, kommt ja im Februar raus und manche Shops haben, glaube ich, schon im Dezember oder angefangen, oder im November sogar, Oktober, November, angefangen, die Pre-Orders, also die Vorbestellung anzubieten, was ja schon ziemlich verrückt ist, aber ja. Es geht weiter. Rotom, dich kenne ich noch. Trainerkarte. Noch eine Trainerkarte. Die erste Holo. Die zweite. Nice. Unsere V-Karte ist ein Sakya. Nein, Samazenta, ne? Genau, Samazenta bist du. Und dahinter haben wir ein Dedenne in Reverse. Oder Special Reverse Holo-Effekt, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich weiß gar nicht, was der offizielle Name dafür ist. Aber ja, Samazenta tüten wir schon mal ein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn das Set auch in Deutschland rauskommt. Habe da auch tatsächlich schon was vorbestellt und hoffe, dass die Vorbestellung auch eingehalten werden kann und dass die mir nicht im letzten Moment irgendwie gecancelt wird. Das wäre natürlich ziemlich doof. Oha, unsere Holo-Karte. Sieht aus wie ein Empoleon mit einem Eisblock, aber es ist anscheinend ein neues Pokémon. Dann haben wir ein Lauchzelot. V-Karte ist ein X-Bud.
Sehr schick. Und dahinter haben wir einen Weberack. Na, komm raus. Eine Folie für dich. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Hat einer von euch schon Shiny Star Wii geöffnet? Hat jemand die Gelegenheit dazu? Also ich weiß, ich habe dieses Display vorbestellt für 66 Euro. Wenn ich jetzt auf eBay gehe oder irgendwelche anderen Seiten, muss ich Minimum 80 Euro dafür ausgeben. Und wenn ihr irgendwie was aus Deutschland kaufen wollt, also Shiny Star Wii-mäßiges, seid ihr schon bei 120. Also das ist verrückt, wie heftig die Preise da auch jetzt schon hochgehen. Das wird, denke ich, bei Shining Fates nicht anders sein. Unsere erste Holokarte, leider kein Shiny. Dann haben wir hier Sakian. Und die V-Karte ist dieses Elektro-Pokémon. Und dahinter eine Trainerkarte mit dem nicen Effekt. Bis jetzt nur ein Shiny im Shiny Star Wii Display. Aber es kann sich ja alles noch ändern. Mit einem Godpack zum Beispiel. Hüstel, hüstel. Aber ja, ich denke, ich werde auf diesem Kanal kein weiteres Shiny Star Wii Display öffnen. Weil, wie gesagt, die Preise sind so dermaßen nach oben gestiegen. Das sehe ich nicht ein. Da warte ich dann lieber auf Shining Fates bei uns im Februar und mache da vermehrt was auf. So, wir fangen an mit einem Galapantimos. Ich glaube, du heißt Pico Chilla oder sowas. Hokumil, Trainerkarte. Die Weiterentwicklung von Picolente. Energie. Holo ist dieses schmucke Ding hier. Das sieht ja auch witzig aus. Darunter ist dann unser Sakian. Als V-Karte und darunter der kleine Wicht hier. Ich glaube, in jedem Display von Shiny Star Wii ist garantiert eine Secret Rare. Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht verwechsel ich das auch mit hier. Team GX All-Stars. Das kann auch sein. Aber wir sind ja noch nicht durch. Kann ja noch alles kommen. Weiter geht's. In Barschwa. Da ist es! Ein neues Shiny! Ein Baby-Shiny! Sehr, sehr süß. Ich weiß, du bist die Vorentwicklung von Belektro. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie du heißt. Aber als ich Schwert und Schild gespielt habe, habe ich den Kleinen auch gefangen. Ich fand den total niedlich. Sehr, sehr niedlich. Baby-Shiny. Und darunter haben wir die Gala-Variante von Smogmog. Giovanni ist auch am Start. Hallöchen. Und wie ist das Urgel? Den Namen habe ich mir gemerkt. Und dahinter diese schicke Karte. Lasst uns doch erstmal bitte das süße Baby-Shiny eintüten. Das sieht herzallerliebst aus. Sehr, sehr schick. So, wo habe ich meinen Galamauzi hingetan? Es ist irgendwie unter den ganzen Karten hier verschwunden. Das Chaos könnt ihr Gott sei Dank nicht sehen. Aber ja, ich werde es schon wieder finden. So. Es geht weiter. Unsere erste Holo. Wow, ja, da ist es ja. Amazing, rare, Reshiram. Sehr cool. Oh, guckt euch diese Amazing Rare Effekte an. Nochmal ganz neue als die, die wir jetzt im Farbenschock haben. Mit so einem coolen Swirl, mit so einer Spirale noch mit drin. Hier die Energiekarten sind auch mit einer Foil und hier unten auch alles. Also das Detail ist mega nice. Und darunter haben wir unsere V-Karte und dahinter ein
Flammen-Pivian oder sowas. Aber schick. Ein Amazing Rare ist dabei. Das ist doch mal echt nice. Weiter geht's. Wir haben noch 3 Booster über. 3 Booster. Uns fehlt noch so eine hübsche Full-Art-Karte, meine Lieben. Die hätten wir noch gar nicht. Na, ist das jetzt ein Godpack? Nein, ist es nicht. Das ist ein Thermopod. Das erkenne ich noch wieder. Feuerenergie. Sieht auf jeden Fall sehr dynamisch aus. Nochmal Energie. Unsere Holo. Noch eine Holo. Oh, die V-Karte. Da ist ja die Full Art. Du bist doch die Weiterentwicklung von Zwolok. Und da drinter Elektroenergie. Es ist, ach warte, ich bin sogar blöd. Das ist sogar die Shiny-Version. Oh wow. Dass ich das erst jetzt bemerke. Ne? Oh Mann, ja. Unschwer zu erkennen an den ganzen Sternen auf der Karte. Aber unsere erste Full Art Shiny-Karte. Schick, schick. Das tut mir jetzt echt leid, dass meine Begeisterung da gerade so low für war. Aber ja, wenigstens habe ich es noch ganz zum Schluss erkannt. So, vorletztes Booster. Vorletzte Chance, Glurak zu ziehen. Habe ich die Hoffnung aufgegeben? Ja, so ein bisschen vielleicht. Wir haben einen Galaponita. Dann kommen wir zu Galaporetta. Flunsch legt, dich kenne ich auch noch. Weiterentwicklung. Trainer. Shiny! Baby Shiny, schon wieder. Sehr, sehr süß. Darunter haben wir ein Holo-Samacenta. Noch eine Holo-Karte. Erste V-Max. Schick. Seht ihr das? Auch wieder so ein Spiral-Swirl im Effekt drin. Sehr cool. Machen wir nochmal schnell ein paar Folien rausholen. Das sieht echt nice aus. So, wo ist das Baby-Shiny? Da. Okay. Letztes Booster für heute. Letztes Booster für dieses Jahr 2020, was wahrlich nicht das beste Jahr war, wie wir ja alle wissen. Aber ja, wir werden es einfach auch das irgendwie überstehen. Und vielleicht haben wir ein Godpack. Nein, haben wir nicht. Aber das habe ich jetzt auch nicht wirklich erwartet. Wir schauen einfach mal, was uns dieses letzte Booster für dieses Jahr bringt. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Jahr dabei, wenn ihr mögt. Und schaut, was mit diesem Channel hier passiert. Heatrain Holo. Belektro Holo. Woo, VMAX X-Bud. Damit hören wir also auf. Und dahinter haben wir diese Special Reverse Card. Aber lasst uns doch mal das VMAX X-Bud hier anschauen. Damit beenden wir dieses Jahr. Ich hoffe, ihr kommt alle gut ins neue Jahr 2021. Wie gesagt, wenn ihr mögt, schaut auch im nächsten Jahr wieder hier rein. Und ja, sonst wünsche ich euch noch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns im Jahr 2021. Tschüss!